Whenever I interacted with Kaine, I was reminded about something from my past. Maybe my mind has been confusing her with my sister this whole time. Here we go. The beast approaches. Oh, I got it. Herzlich willkommen zurück zu Nier. Ja, jetzt geht's weiter. Wir haben Kaine aus ihrer Verscheinerung befreit. Und jetzt ist natürlich die Bestie wieder am Start. Und ich kann nicht kämpfen. Drück die falschen Knöpfe. Ja, wie konnte das Vieh fünf Jahre überleben? Das ist auch eine gute Frage. So. Na komm. Candidit. Friss es jetzt alles ab. Ah, die Hand ist manchmal so gut, aber man muss da echt gut mit timen können. Also, was heißt timen? Man muss im richtigen Abstand dastehen. So, eins. Ah, direkt wieder Magie da gekriegt. Das ist gut. Das ist nicht gut. Zwei. Ist halt mega gut, dass wir Magie wieder kriegen, wenn wir treffen. Ja, werden wir treffen. Was ist hier los? Hand. Mach mal. Dankeschön. Jetzt holen wir uns dieses Ding hier. Wieso, wie ich das nicht treffe? Machen wir es halt so. Auch okay. Wir wollen diesen Kampf mal fertig kriegen hier. So. Jetzt rastet er aus. Wird er stinkig? Ich aber auch. Was zur Hölle? Wie das nicht gereicht hat. Nein, er dreht sich. Nein, 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 nein. Aua. Aua. Ich bin in der Ecke. In der Ecke ist das ganz schön gefährlich. So, mein Freundchen. Gib mir meine Hand. So. Was ist los mit dir? Zack, zack, zack. Emil,
You were the one calling me, huh? You still recognize me? Yeah, sure. I knew you right away. Thank you. Good to see you, Kaine. You look like shit. How long has it been? 5 years. Oh, that's a long time. Any luck with Yona? We are still no closer to finding her. We need a way to locate the Shadow Lord. This is for you. Lunar Tears. Did you make this? It's just a little welcome back gift. It's not much, I know. It's nothing like the one Grandma used to make, but... oh, hell. Thanks. Excuse me. Popola, we did it. We freed Kaine. That's great. Listen, can I talk to you for a minute? This doesn't make sense. Please, try to understand. People are tired and scared, and I'm sorry. I'm sorry you have to bear the brunt of that. It's crap. It's okay. We can sleep outside. No one's sleeping outside. You and Kaine saved this village, and now they want to run you out? People are afraid of us. And really, I understand. I mean, look at me. As long as you're still with us, I can deal with it. Right, Kaine? I'm used to sleeping outside. I'm sorry. We'll see you later. We're sorry. What is the matter? Kaine always sleeps outside. I never thought about that until just now. How could I have not noticed that? How selfish am I? What the hell is wrong with me? We should turn in. Ich habe letzte Nacht kaum geschlafen. Ich wollte Devola für alles die Schuld geben. Ich wollte mir Popola schnappen und sie erwürgen. Aber Wut würde mir nicht weiterhelfen. Sie haben gesagt und getan, was sie für das Beste für das Dorf hielten. Und es vor der schrecklichen Gefahr durch die Schatten zu schützen. Wenn Devola und Popola Schuld tragen, dann bin ich genauso schuldig. Schuldig, nicht einen Moment innegehalten zu haben und an Kaine und Emil zu denken. Gut geschlafen? Sicher doch. Nun, wenn du meinst. Ich muss Devola und Popola aufsuchen. Na schön. Da ist das Buch weggeploppt. Ach, was ein Mist. Ja... Das Dorf hat natürlich Angst vor den beiden. Weil sie nicht so sind wie die anderen. Immer diese Vorurteile. Naja. Gut, wir sind endlich mal wieder in einem ruhigen Moment angekommen, glaube ich. Ach, schön. So, Sachen anzupflanzen traue ich mich immer noch nicht, weil Yona kann uns da jetzt auch eh keinen Weizenkuchen backen oder was sie auch immer backen wollte. Ich werde mal eben speichern. Denn speichern ist immer gut. Denn ich habe immer Angst, nicht speichern zu können. Und es dann zu so Momenten kommt, wo ich keine Zeit habe und eigentlich nur einen Part aufnehmen möchte und speichern möchte. Das ist Devola. Hey. Hi. Ich dachte schon, du würdest nie wieder mit uns reden. Das hier ist wichtiger als du oder Popola. Es geht um das ganze verdammte Dorf. Ich weiß, du solltest mal mit Popola sprechen. Ich glaube, sie wollte mit dir über den Schattenlord reden. Das kann ich machen. Und außerdem... Ja... Tut mir leid wegen gestern, ich habe irgendwie die Nerven verloren. Nein, das hast du nicht. Außerdem war es ohnehin unsere Schuld. Sag Emil und Kaine, dass es uns leid tut, okay? Werde ich machen.
Ich find's schön, dass man, wenn man in der Nähe von Devola ist, ist immer das, der Gesang einsetzt. Das ist schön. So, gibt's hier wieder Sachen zum Sammeln? Ja, sehr gut. Ich brauche Kräuter. Und heil, ich muss mir Wundsalben kaufen, ganz dringend. Das habe ich jetzt in dem Kampf gelernt, auf jeden Fall. Wenn ich genug Wundsalben da gehabt hätte und irgendwelche Items, die meine Mana-Regeneration beschleunigen, wäre das deutlich schneller gegangen. Meine Fresse. Dieser Kampf. Und die Bücherei ist zerstört. Immer noch. Ah, die wird nie wieder so sauber sein wie vorher. Kann man da eigentlich runter? Ich will da mal rein. Gucken, wo das Monster jahrelang eingesperrt war. Wundert mich eh, dass ich das... Weil, guck mal. Eigentlich ist das ja unlogisch. Das Monster ist da unten 5 Jahre lang. Und diese Steinwand aus Kain... Oder Kaini, sorry. Hält es auf. Das ist logisch. Aber was ist denn mit den anderen Wänden, die hinten, rechts und links sind? Sind die so stabil gewesen, dass das Monster da nie durch kann? Krass. So, hallo Popola. Popola? Oh, hallo. Sieh mal, ich wollte mich entschuldigen für Stopp, wag es nicht. Du warst vollkommen zu Recht wütend. Ich verstehe, warum du es getan hast, auch wenn ich anderer Meinung bin. Du versuchst lediglich, die Dorfbewohner zu schützen. Es ist nicht deine Schuld. Nun, ich fühle mich noch immer schlecht deswegen, nur damit du es weißt. Ich glaube, du wolltest etwas mit uns bereden. Oh, richtig, ja, was das angeht. Du kennst den verschollenen Schrein, nicht wahr? Der Tempel, in dem ich ursprünglich entdeckt worden bin. Genau der. Und es scheint, als wäre der Unterschlupf des Schattenlons irgendwie damit verbunden. Aha, es war also die ganze Zeit über direkt unter unseren Seiten. Aber der Eingang ist versiegelt und die Brücke, die uns dorthin geführt hat, dann nimm ein Boot. Ein Boot? Ja, der Handelswasserweg ist repariert worden. Wir haben ihn in letzter Zeit häufiger benutzt. Da überall Schatten herumlaufen, ist es sicherer, als die Felder zu überqueren. Es gibt eine Anlegestelle nahe des Weges zum Hintereingang des verschollenen Schreins. Ich habe dem Fährmann von dir erzählt. Er wird dich hinbringen, wo immer du hin musst, und das ohne Bezahlung. Das sollte es dir vereinfachen, sich zwischen Städten zu bewegen. Danke, Popola. Du hast so viel für mich getan. Ich kann nicht fassen, dass ich mir dir gegenüber so verhalten habe zuvor. Ich sagte doch, mach dir keine Gedanken darüber. In Ordnung, man sieht sich. Ja, und bitte seid vorsichtig. Okay. Endlich haben wir ein Schnellreisesystem. Sehr schön. Das heißt, wir können wahrscheinlich binnen von Sekunden zu Meeresfront, wo wir theoretisch auch noch eine Quest haben. Da könnten wir eigentlich jetzt mal hingehen. Wir machen das mal in ruhigen. Wir gehen jetzt mal nicht der Story nach, der ganzen Action und so weiter. Da machen wir jetzt mal Ruhe. So. Der Weg über den Eingang zum Handelsbezirk sollte mich zum Bootsteck führen. Okay, danke. Was sagst du eigentlich? Vor langer Zeit habe ich beschlossen, dass Popola viel zu wichtig und hübsch ist, um sich um Schatten und so zu sorgen. Darum widmete ich mein Leben ihren Schutz. Sie vertraut auf mich, die Bibliothek zu beschützen. Vielleicht vertraut sie mir eines Tages auch mit anderen Dingen. Vergebliche Hoffnung ist besser als gar keine Hoffnung, nehme ich an. Oh, der arme Mann. Oh, der arme Mann. Hoffentlich ist Popola auch interessiert an ihm. Knickknack. Okay. Gut, gehen wir mal ein paar Sachen kaufen, würde ich sagen. Ein paar Wundsalben. Und hoffen, dass hier nicht wieder 50 Quests rumsitzen. Sehr gut. Apothekermann. Apothekermann, was hast du denn? Hast du Wundsalben? Hast du... Oh Gott, was? Kostet eine Wundsalbe? Wie viele kann man tragen? 10. Dann kaufe ich jetzt noch 2. Was kann ich denn jetzt eigentlich alles verkaufen? Kann ich... das alles verkaufen? Hier sowas? Hier oder sowas? Das ist ja, ne? Das sind so Sachen, die findet man immer mal. Hier oder hier, das dicke Wörterbuch. 21 kaputte Antennen. 42 verbeulte Metallplatten. Also, ich weiß ja nicht. Ich brauche bestimmt irgendwann mal Zeug für Quests. Aber ich habe erst 12 Beeren? Okay. Jetzt kann ich mir auch ein paar Wundsalben kaufen. So. Die Waffen kaufe ich mir jetzt erstmal nicht. Wer weiß, was wir so kriegen. Was hast du eigentlich so? Essen. Ah, okay. Ah, Weizen kann ich. Konnte ich Weizen jetzt vorher auch kaufen? Oh, was willst du denn? Habt ihr schon mal eine Schatzkarte gesehen?
Eine Schatzkarte? Ja, eine Schatzkarte. Ihr wisst schon, eine Karte, die euch zeigt, wo ein Schatz vergraben ist. Ich sammle sie. Mein Lebenstraum ist es, eines Tages nackt auf einen Haufen blinkender Schätze herumzurollen. Das ist ein interessantes Vorhaben. Daher suche ich nach einer neuen Schatzkarte. Wenn ihr eine findet, bringt sie zu mir, okay? Ja, klar. Klar doch. Ich nehme an, ich sollte wissen, wo ich nach einer Schatzkarte zu suchen habe, bevor ich zu dem Typen klar doch sage. So etwas liegt wohl kaum einfach so in der Gegend herum. Vielleicht sollten wir einen Ort aufsuchen, an dem alte Dokumente verwahrt werden. Alte Dokumente wie? Bücherei? Aber du hast auch Waffen, ne? Sag mal, kann man jetzt mehr Waffen kaufen als damals? Axt der Enthauptung. Das ist so eine langsame Waffe. Ich würde dann eher das kaufen, einen Speer. Weil damit komme ich ganz gut klar. Mit den schweren Waffen geht gar nicht. Das komme ich nicht mit klar. Geh mal zur Bücherei. Ein Ort, an dem alte Bücher... War da Devola? Da wurde gerade gesungen. So. Man, I'm bushed. Dann gehen wir gleich mal nach Meeresfront. Und gucken, was mit der alten, mit dem einen Leuchtturm ist. Da hatten wir ja die Mission. Ich hoffe, die ist noch aktiv. Hallo, alter Mann. Gucken wir mal, ob hier eine Schatzkarte drin liegt. Das wäre ganz cool. Ah, hier sieht man gerade noch nichts. Hallo, alter Mann. Du hast nichts wegen einer Schatzkarte? Nein, okay. Was ist denn hier mit den Kindern los? Hat Popola die aufgenommen? Hey! Hat Popola die aufgenommen? Aha! Dieses Buch sieht ziemlich mitgenommen aus. Als Artgenosse empfinde ich das als traurigen Anblick. Wann werden Bücher endlich den Respekt erhalten, den sie verdienen? Beruhige dich, ich bin mir sicher, es hatte ein glückliches Leben. Mal sehen. Hey, das ist eine Karte? Es ist eine Karte und zudem eine mit vielen ungewöhnlichen Markierungen. Vielleicht ist dies so eine Schatzkarte, von der dieser seltsame Typ geredet hat. Nun, sie ist ziemlich beschädigt. Ich werde nicht schlau daraus. Ich wette, die beschädigten Teile ließen sich restaurieren. Vielleicht kann uns der Besitzer des seltsamen Dingeladens weiterhelfen. Versuchen wir es mal. Oh boy, da muss ich ja eh hin. Ich muss eh mal nach Versailles. Da war schon mal was mit seltsame Dingeladen. Für das Wasserrad, genau. Oh Gott. Gut, wir müssen nach Versailles und nach Meeresfront. Wir gehen jetzt erstmal nach Meeresfront. Oder was sagt eigentlich so die Partlänge? Die Partlänge sagt eigentlich, es reicht. Wir sehen uns im nächsten Part von Nier. Wir werden uns dann nach Meeresfront und Versailles begeben. Ich denke mal, eins von beiden werden wir auf jeden Fall schaffen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.